Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit langem reden wir über die immer schlechter werdende Lebenssituation der Flüchtlinge in dieser Stadt. Und wir reden seit langem über die fehlenden Erstaufnahmeeinrichtungen und die fehlenden Wohnungen. Und je dramatischer die Lebenssituation der Flüchtlinge hier wurde, umso häufiger hörten wir, dass die Anzahl der Flüchtlinge zu einer Notsituation geführt habe und dass der Senat jetzt kurzfristig darauf reagieren müsse. Das, meine Damen und Herren von Senat und von Koalition, das zeigt Ihr dramatisches Versagen. Seit 2011 steigt die Zahl der Flüchtlinge. Und man muss nur Zeitung lesen, um zu wissen, dass diese Zahl weiter steigen wird. Und da hilft auch diese schäbige Asylrechtsveränderung der Großen Koalition nichts. Die Menschen in Not, die nach Berlin kommen, haben diese Notsituation nicht verursacht, die jetzt existiert, sondern dieser Senat und diese Koalition hat diese Notsituation verursacht. Sie haben sich angeguckt, wie immer mehr Menschen Schutz und Aufnahme suchen. Und das Einzige, was Sie gemacht haben, war, eine Notaufnahmeeinrichtung nach der nächsten zu schaffen. Sie haben damit auf Ausgrenzung und Integration statt auf Ausgrenzung und Stigmatisierung statt auf Integration und Teilhabe gesetzt. Und jetzt wollen Sie Containersiedlungen. Und meine Damen und Herren, wir reden dabei nicht von modernen Wohnen in mobilen Wohneinheiten. Wir reden von Container. Das ist der Folienvortrag, Herr Chaya, Ihrer Verwaltung. Willkommen in der Taskforce Notunterbringung. Container sind es. Und diese Blechbüchsen, in die Sie jetzt Menschen unterbringen wollen, diese Blechbüchsen wollen Sie, Herr Chaya, in die Nähe von Schulen aufstellen. Es reicht aber nicht, Notunterkünfte in die Nähe von Schulen aufzustellen. Die spannende Frage ist, gibt es denn dort überhaupt Unterrichtsplätze für Kinder? Und Ihre Taskforce sagt, wir richten in unseren Containersiedlungen schon mal Unterrichtsräume ein, weil wir nicht davon ausgehen, dass die Kinder in den Schulen beschult werden können. Und diese Ausgrenzung wollen Sie sich bis zu 43 Millionen Euro kosten lassen. Dieser Weg, meine Damen und Herren, dieser Weg ist eine Sackgasse und wir möchten diesen Weg stoppen. Herr Chaya, Sie haben im Sozialausschuss gesagt, dass es Immobilien gibt, die dem Land gehört. Und die umzubauen würde eine Vorlaufzeit von 6 bis 8 Monaten in Anspruch nehmen. Warum haben Sie diese Zeit verstreichen lassen? Warum, Herr Chaya, haben Sie sich nicht darum gekümmert, dass die städtischen Wohnungsunternehmen, der Klassiker, den wir hier immer wieder diskutieren, dass die städtischen Wohnungsunternehmen die vereinbarten Wohnungen zur Verfügung stellen? Warum, Herr Chaya, haben Sie nicht versucht, diese Anzahl von Wohnungen zu erhöhen und weitere Wohnungsanbieter dafür für diesen Vertrag zu gewinnen? Dieser Senat hat einfach all die Jahre nicht versucht, eine grundsätzliche Lösung zu finden. Und Sie haben die Bezirke allein gelassen und Sie lassen die Bezirke allein. Die müssen versuchen, die Infrastruktur zu schaffen. Und das werden Sie alleine nicht schaffen, wenn der Senat weiter mit Ihnen so umgeht wie bisher. Nehmen Sie diese 43 Millionen Euro, die Sie für diese Containersiedlungen geplant haben, und packen Sie die Millionen aus dem ESF-Fonds drauf, die Sie dieses Jahr erneut nicht ausgeben werden. Investieren Sie dieses Geld endlich in menschenwürdige Erstaufnahmeeinrichtungen und in die Schaffung von Wohnungen. Und liebe Koalition, hören Sie endlich auf, sich allen Anträgen und allen Vorschlägen der Opposition zu verweigern. Tragen Sie endlich dazu bei, dass es einen Ausstieg aus dieser Politik der Notunterkünfte und der Stigmatisierung gibt. Stellen Sie
stellen Sie sicher, dass nachhaltige Lösungen geschaffen werden, um Flüchtlinge willkommen zu heißen und sie als Mitglieder in dieser Gesellschaft aufzunehmen und zu integrieren und ihnen dafür alle Hilfe zu stellen.